Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Hängt hier etwa eine Spinne direkt vor meinem Monitor? Eine ganz kleine Babyspinne. Willkommen zum weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Wir haben jetzt schon über 600.000 Live-Transfers. Das ist unglaublich, was abgeht hier auf dem PC. Das gefällt mir. Auf der Konsole sind es halt über 2 Millionen oder so. Aber wie gesagt, letztes Jahr sind wir bei 230.000 bis 330.000 rumgegurkt. Also es scheinen deutlich mehr Leute unterwegs zu sein. Das gefällt mir. Wir haben zwei Aufgaben gemeistert, und zwar, Wochenaufgaben. Vollspann. Erziele diese Woche mindestens fünf Tore durch flache Vollspannschüsse. Da ist bestimmt ein bisschen was für. Ja, 1400 Münzen, nice. Unterstützt. Bereite in dieser Woche mindestens 15 Tore vor. Da muss aber auch einiges geben, komm. Auch nur 1400. Schnittig. Erziele diese Woche mindestens 8 Tore durch angeschnittene Schüsse. Wir haben bisher 4. Gewinne diese Woche 3 Squad-Battle-Partien mit mindestens 2 Tore Vorsprung. Setze diese Woche mindestens 3 Chemistry-Style-Verbrauchsobjekte ein. Oh, wir brauchen noch 2. Puh, gibt's da irgendwas? Aber ich glaube, meine Spieler, die, ja, ich kaufe die ja meistens auch schon mit Chemistry-Style, wenn es geht. Hier hat zum Beispiel schon jeder einen Chemistry-Style. Und hier, ja, jeder außer Aubameyang, der keine bekommt. Auch der enttäuscht mich komplett. Fuck, man, der hat jetzt gerade mal, ich glaube, einen Scorerpunkt, ne? Ne, 2 in 3 Spielen. Das ist nichts für FIFA 18. Da ist Volland besser, da ist sogar Sandro Wagner besser. Hab mir auch schon überlegt, ob ich Sandro Wagner mit Sniper spiele, dass er auch noch ein gutes Dribbling hinbekommt. Aber da habe ich wieder gedacht, okay, nee, durch Hawk bekommt er halt noch mehr Körper und springt höher, das wollte ich ja eigentlich auch bei ihm. Und ich glaube, er hat so oder so dann kein wirklich geiles Dribbling. Ach du Gott, was ist denn hier los? Spielt er mit Boostkarten. Er hat Perrin im Tor, okay. Koulibaly. Keine Ahnung, welcher Stürmer das ist. Also ich habe ihn schon gesehen, aber mir fällt der Name nicht ein. Konzentrieren, genauso spielen wie die letzten Spieler, da haben wir gut gespielt. Wobei auch irgendwie Calcio A anscheinend besser läuft als Bundesliga. Das kann ja wohl nicht sein. Deswegen müssen wir jetzt auch mal in der Bundesliga. Vor allem haben wir letztes Spiel zu 0 gespielt, fällt mir gerade ein. Das ist geil. Aubameyang ist doch nun ein geiler Stürmer. Da kann er aber bitte mal zeigen, was er drauf hat. Oh, da haben wir Glück. Soll aber auch ein bisschen anders kommen, dieser Pass. Oh, das ist ein Foul. Hallo. War eigentlich gut mit Bender, aber halten leider den Ball nicht. Er drückt Pause. Oh, dann nehme ich mir mal die Zeit und gucke mir mal die Werte von Aubameyang an. Stellungsspiel 89. Wie gesagt, ist ja ungeboostet. Soweit ich weiß, da müssten ja noch die Basic Boosts draufkommen. Übersicht, Beweglichkeit, Sprungkraft, Reaktion, Sprintgeschwindigkeit. Dass er schnell ist, wissen wir. Ballkontrolle, Flankeneffekt, Dribbling, Abschluss 88. Fernschüsse, Elfmeter, kurzer Pass, Schusskraft. Rechtsfuß, Vierstand auf den schwachen linken, 1,87 groß. Knipser, Flitzer, angeschnittener Schuss, Lupfer, raffinierte Freistöße. Raffiniert! Ist ein ganz raffinierter. Hat wirklich gewechselt, aber jetzt habe ich leider nicht gesehen, wen. Okay, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe nicht gesehen, dass Marquisio da so frei reinläuft. Kann man mit Sicherheit besser verteidigen. Das war jetzt einfach ein Problem meiner Übersicht. Also da brauche ich eine bessere Übersicht und muss halt sehen, der läuft komplett blank rein. Ist natürlich auch wieder, wie gesagt, beschissen, dass der Spieler, der ihm zugeteilt ist, nicht mitläuft. Muss es ja irgendeinen geben. Kann ich also eigentlich, ja klar, kann ich was dafür, weil ich weiß ja, in FIFA 18 machen die nichts oder wenig oder wenig. Und da muss ich dann halt einfach das Auge haben und das selber zulaufen können. Und das war halt hier jetzt nicht der Fall.
Leider, aber es ist nur ein 1-0. Haben noch viel Zeit und wir drehen das Spiel jetzt. Und Lackertor in your face, value race. Woo! Doch gesagt, wir drehen das Spiel. Geht natürlich immer erstmal los mit dem Ausgleich. Nice. Aber war natürlich lucky, wie dann der Ball trotzdem noch reingeht, obwohl der Perin. Das war geil auf jeden Fall, aber dass er dann hier zu weit vorgelegt und dann, ja, stolpern wir ihn irgendwie rein. So. Ausgeglichen. Da war natürlich sein Tor besser rausgespielt, deutlich besser rausgespielt. Also meine Chance war rausgespielt, aber das Tor dann war trotzdem glücklich, obwohl die Chance rausgespielt war. Schade. Und wenigstens die Ecke. Bin mir immer noch unschlüssig, wie ich die Ecken mache, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das hier an einem kurzen Pfosten gut funktioniert. Wobei das jetzt wieder ganz gut aussah, wenn ich ehrlich bin. Den hält der? Das hätte ich nicht gedacht. Fuck. Aber es müsste wieder eine Ecke geben. Oh, das sah doch gut aus. Das sah auch gut aus, aber wurde leider geblockt. Scheiße. Komplett ins Leere getreten. Gut in den Weg gestellt, gut geblockt. What? Kein Foul, okay. Oh, ich wollte gerade sagen, scheiß Lackertor, aber er schießt zum Glück daneben. Das wird auf jeden Fall noch ein crazy Spiel. Schauen wir mal. Na, ich bitte dich, den kannst du festhalten, Fährmann. Mann. Scheiße, ich hätte mit Arangis selber machen sollen, aber ich dachte, er kann ja nochmal sexy weiterlegen, da habe ich mich geirrt. Ja, der Gegner leider Glück. Okay. Oh, die Flanke sollte zwar nicht in den Rückraum, aber hat er trotzdem gepasst. Und was für ein Tor, was für ein Tor, was für ein Schuss.
Das hat er leider gut antizipiert. Knapp, aber hab da einfach die Gasse gesehen und gehofft, dass das was wird. Ach Mist. Egal, ich denke, am Ende waren wir die bessere Mannschaft. Nicht über die ganze Halbzeit betrachtet, aber am Ende hat der Gegner mehr Fehler gemacht und wir hatten gute Chancen. Ich denke, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Das Unentschieden ist auf jeden Fall verdient bis hierhin. Aber wenn ich so weiterspiele wie am Ende, dann schießen wir ein Tor und gewinnen verdient. Aber ich bin schon mal froh, dass wir Gold 3 gesichert haben und jetzt hinten raus auch noch mehr Spiele übrig haben als in der ersten Weekend League. Also jetzt hinten raus könnte es auch noch eine erfolgreichere Weekend League werden, als das bei der ersten der Fall war. Wir haben zum Glück bisher auch noch keinen Abbruch gehabt. Das darf man nicht vergessen, weil wenn wir jetzt schon 2 Abbrüche gehabt hätten wie in der ersten Weekend League, dann wäre es ja so, dass wir auch nur noch 4 Spiele übrig hätten. Wobei, nee, wir hatten in der das war ein schöner Schuss von Aubameyang. War wieder leicht glücklich auf jeden Fall, aber egal. Wir hatten in der letzten Weekend League, glaube ich, nach 11 Spielen noch 3 Spiele übrig, nicht 4. Nach 11 Siegen hatten wir, glaube ich, noch 3. Nach 11 Siegen hatten wir, glaube ich, noch 3 Spiele übrig. Ich hätte dann alle 3 gewinnen müssen und hab. Nee, Quatsch. Nach 11 Spielen hatten wir noch 2 Spiele übrig. Ich hätte alle beide gewinnen müssen, um auf 13 Siege zu kommen, was dann halt Gold 2 gewesen wäre. Und da habe ich dann, ja, genau. Schön geblockt mit Toprak, aber haben uns da auch nicht, austricksen lassen, sondern bin da mit Toprak genau dahin gelaufen, wo sonst eine Lücke gewesen wäre. Danke. Aubameyang hat keine Ausdauer mehr, lässt sich gar nicht mehr dribbeln. Maric. Come on. Sterling ist schnell, aber hat halt, soweit ich weiß, keinen Körper. Lässt sich dann dementsprechend schnell abdrängen. Was ist denn hier für eine Lücke? Abi, schade. Schwach gespielt vom Kollege. Schade. Wie Kinder dran bleibt, zum Glück. Tja, da arbeitet er sich erst gut den Ball und verspielt ihn dann wieder. Wir aber hier leider auch. Aber es war jetzt auch einfach ein riskanter Pass. Ey, das war zwar Ballgespiel, aber wir ruppen da so den Gegner. Oh, was für ein Dreckspass. Wir reißen da so den Gegner um, dass das logischerweise trotzdem ein Foul war. Jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren, dass wir nicht genau wie der Gegner ständig diese scheiß Fehler machen im Aufbau. Die lohnen sich einfach nicht. Mein Fehler lohnt sich nie, aber wisst ihr, was ich meine?
So, jetzt lasst mich doch mal bitte wieder einen guten Angriff aufziehen. Denke ich, versuch's gerade einfach zu schnell nach vorn zu spielen. Muss ein bisschen ruhiger werden. Darf nicht immer schnelles Tempo fahren. Oh. Das macht Kramaric gut. Nur der Pass ist dann komplett scheiße. Aber mir gefällt mein Spiel überhaupt nicht. Der Gegner macht es schlecht, ist zu hektisch, hat viele Ballverluste, ich aber genauso. Das ist blöd. Ich muss da einfach zusehen, dass ich besser bin. So wie ich es, wie gesagt, in der ersten Hälfte vor allem am Ende gespielt habe. Und ich darf es nicht versuchen, so blöd zu erzwingen die ganze Zeit. Sondern muss hier mein solides Spiel aufziehen und die Fehler des Gegners ausnutzen. Kein Elfmeter, okay, hat er Glück. Aber das war jetzt, das war gut, das war okay. Da sind wir zum Abschluss gekommen, waren in einer gefährlichen Situation, das war okay. Und dann ist halt der Gegner leider erstmal wieder dran. Naja, immerhin die Ecke. Oh, 80. Keine Ecke, 80. Zeitspiel. Falls wir es hinbekommen, das war jetzt in letzter Zeit irgendwie eher schwierig. Das können wir mitnehmen als Zeitspiel. Hallo? Ich hätte schon gerne jemanden angespielt. War nicht der Plan, sollte klar sein. No. Abgefälscht! Eieieiei! Oh Gott. Was für ein peinlicher Schuss. Ah, das war doch mal ein gutes Zeitspiel. Und haben sogar noch Torschancen rausgespielt dabei. So. Sehr schön, gewonnen. Tora, schönes Tor von Aubameyang, muss man sagen. Einer von Arangis, Vorlagen, auch Aubameyang. Aber ich muss es sagen, wahrscheinlich, ich kann auch einfach nicht gut genug mit der Pace umgehen. Ist jetzt nicht so wild, also nicht so geil, krass. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Ein Megaset, ein Premium Goldspielerset. So, noch einen Sieg. Für Gold 2, das wäre schon mal cool. Und damit hätten wir auch einen neuen FIFA 18 Rekord aufgestellt, also persönlichen. Können wir jetzt schon wieder Calcio A spielen oder sind die schon wieder zu kaputt? Krass, obwohl ich 2 Spiele mit der Calcio A gemacht habe, sind alle schon wieder 100 bei 100%, also bei 99 Fitness. Hätte ich nicht gedacht. Nicht mal andersweise hätte ich das gedacht. Gerade die LMRM-Geschichten immer. Egal, da können wir wieder Calcio spielen. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob die Calcio jetzt hier Gold 2 eintütet. Wäre schön. Nehmen wir mal gelb. Muss ich mal kurz ausschnauben. Das tut mir sehr leid. So,
Und auch er spielt mit Calcio, aber wahrscheinlich wieder Hybrid bei den roten Linien. Oh, er hat auch Höwedes in der Innenverteidigung. Hoffentlich bekommt er mal irgendwann eine Info, damit ich einen Grund habe, den zu spielen. Tolisso, Müller, also auch wieder Deutsche mit da drin oder beziehungsweise Bundesliga mit drin. Müller, habe ich gehört, soll auch ziemlich abgehen, aber noch nicht getestet. Also wisst ihr ja. Zumindest wenn ihr die Folgen hier verfolgt, dieses Let's Play. Und jetzt Konzentration wieder. Wir spielen gut in den letzten Spielen. Ich wünschte, ich hätte der ganzen Weekend League so gut gespielt. Ja, es war ein Foul. Hat er gut getribbelt. Scheiße. Einer stirbt. Ja, schön, dass der Ball dann irgendwie noch bei mir ankam. Oh, da rechts, der ist komplett frei gewesen, aber wenn ich da hingeflankt hätte, es hätte sowieso nichts gebracht. Philippe Andersson hätte den Ball niemals bekommen. Oh, ich glaube, der Gegner spielt ziemlich gut. Also der Ast. Mein Gefühl sagt mir das. Auch wenn er jetzt bisher noch nichts Krasses gemacht hat, aber mein Gefühl. Sagt. Oh, schade. Sagt mir, dass er ziemlich gut spielt. Schöner Schuss mit Icardi. Grober Schnitzer. Wieder schöner Schuss. Schon wieder grober Schnitzer, die hätte ich eher abschließen müssen, aber ich dachte, ich komme noch an dem letzten Spieler vorbei. Da habe ich mich leider geirrt. Schön gemacht von, oder mit Strootmann besser gesagt. Das war aber auch ein böses Foul. Ist eigentlich auch gelb, ne? Ja, genau. Sehr gut. Da muss auch direkt Icardi kommen und sagen, ah, gelb, gelb, gelb. Wichtig, wichtig. Aber bisher waren meine Freistöße echt überhaupt gar nicht gefährlich, aber ich werde wieder reinflanken, denke ich. Oder? Ja, ich werde reinflanken. Was? Wieso nimmt er denn den bloß an? Fuck! Oh, und dann lenkt er den da so blöd zum Tor. Das war übrigens ein Schuss. Ich habe halt auf Schießen gedrückt, weil ich dachte Kopfball. Und dann hat er ernsthaft versucht mit der Brustannahme aufs Tor zu schießen. Da hat er mich, glaube ich, getunnelt oder so. Also wir standen eigentlich ganz gut im Schuss drin, aber Donnarumma hält er sowieso wie so ein Biest. Es war geklärt und er klärt ihn auf den Elfmeterpunkt. Ey, geiler kann man es echt nicht machen. Hätte gedacht, er kommt dran vorbei, hätte vielleicht hochspielen müssen statt flach. Nice luck. Hat er gut gemacht. Das erste Mal ist mal so ein richtiges
Torwartspiel haben, also wo der Torwart halt wirklich uns hier richtig krass die Null hält. Normalerweise ist es bisher nicht so gewesen. Für 18 nicht gemacht, um sich für Torhüter auszuzeichnen. Wie gesagt, wir hatten Neuer und da kam sowas nie zustande und ich hatte auch nie das Gefühl, dass da super krass was gehalten wird. Natürlich wäre es jetzt hier absolut verdient, wenn der Gegner schon führen würde. Kann man nicht anders sagen. Man muss zwar auch sagen, dass viele von den Schüssen nicht so gefährlich waren, also ziemlich zentral auf den Torhüter geschossen, aber wir wissen ja, wie scheißegal das eigentlich bei FIFA 18 ist und wie einfach man da halt in solchen Situationen dann doch mal ein Tor macht. Deswegen wird man trotzdem, ach, Scheißpass von mir, wird man trotzdem ziemlich froh sein, dass man hier noch die Null hält. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen ruhig sein und mich konzentrieren. Haben wir wieder gut verteidigt. Immer wenn wir nicht den Schuss zulassen, ist es erstmal gut verteidigt. Danke. Brozovic halt überhaupt nicht schnell. Also Pace können wir vergessen. Hat auch keine Ausdauer mehr und dann lag er sich auch noch den Ball zum Torhüter. Leider auch einer von diesen sehr dribbelstarken Spielern. Also der Gegner jetzt. Macht ihr zum Beispiel auch gut mit Komal. Ich würde gleich einen Berbersmann probieren. War so klar. Habe ich es nicht gesagt. Den Berbersmann haben wir so gut antizipiert, aber dann hat es trotzdem geschafft. Ich war halt wieder zu weit weg. Ich sag ja, ich habe dann immer Angst. Ich traue mich immer nicht. Ich traue mich immer nicht, nah genug am Gegner dran zu sein, weil er mich dann. Es ist halt wieder einer von diesen beschissenen dribbelstarken Gegnern. Das kotzt mich schon wieder an. Einfach nur über ihre scheiß Dribblings kommen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh, war eigentlich nicht schlecht. Ach, fällt mir gerade ein, sein Donnarumma hatte auch schon ein paar gute Paraden, aber meiner definitiv schon mehr. So ehrlich muss ich sein. Ja, ich kann, wie man sieht, nicht so gut dribbeln, aber ich lege halt auch nicht ganz so viel Wert auf die Dribbelstärke meiner Spieler. Er legt halt logischerweise viel mehr Wert und deswegen kann er auch mit denen einfacher dribbeln, aber gut, das ist natürlich meine eigene Schuld, wenn ich da nicht solche Spieler spiele, aber ich weiß, dass selbst wenn ich solche Spieler spielen würde, ich nicht so dribbelstark wäre, weil ich einfach nicht gemacht bin fürs Dribbling. Auch weniger Lust drauf habe, ich komme mehr über die Pässe. Wobei ich natürlich auch im FIFA 18 schon viele Tore übers Dribbling gemacht habe, es liegt einfach daran, dass es so verdammt einfach ist. Und mein Stürmer Icardi kann halt auch gut dribbeln durch seinen Sniper Chemistry Style. Also es ist echt krass, dass es hier noch 0-0 steht. Es könnte halt auch locker 4-2 für den Gegner stehen zum Beispiel. Spiele ich eigentlich auf Defensiv mittlerweile? Ja. Gefällt mir eigentlich besser. Eieieiei, das haben wir echt gut gespielt. Dann kommt so ein Kackpass bei raus.
Hat sich aber auch Icardi nicht mehr so gut hingestellt, fand ich. Krass, dass der Pass ankommt. Das haben wir gut verteidigt, ausnahmsweise mal. Scheiße, das haben wir. Och, wir hatten Überzahl. Fuck! Das haben wir auch wieder gut gemacht mit Lichtsteiner. Komm! Oh, komm! Alter, hat man doch auch schon wieder den Ball. Das macht dann vermehrt Fehler, das gefällt mir. Schlecht abgefangen von unserem Außenverteidiger, aber nichts passiert. War leider ein Foul, sonst hätte er auch den Ball da zum Spieler gebracht, denke ich. Das haben wir auch wieder gut verteidigt. Schade, ich dachte, wir versuchen mal einen kleinen Kopfball. Nice luck. Oh, der darf nochmal. El Shaarawy ist ja wirklich diesmal schon platt. Haben wir auch viel über ihn gespielt. Lacazette müsste ja eigentlich auch bald durch sein mit seinen Leihspielen. Wenn ich dann Mittelfeldspieler habe, müsste ich mir dann endlich mal einen zweiten Spieler holen, den ich dann für die Flügelspieler wechseln kann, weil da immer mal einen zu wechseln ist ganz cool. Wegen der Pace, aber halt auch einfach wegen der. Na, sagt mal. Ausdauer. Da muss ich mir mal einen preiswerten, guten Spieler aussuchen, der vielleicht in irgendeiner Liga spielt, die niemand spielt, deswegen ist er so billig. Oh, die da vorne etwa ausnahmsweise mal Benatia, das wäre ja mal geil. Schön den Konter verhindert, sehr gut, sehr wichtig. Böses Foul. Lichtsteiner auf der falschen Seite, was ist denn da los?
84 ist es schon. Hat jetzt zwar eine schöne Fee, diese Flanke, weiß auch gerade nicht, warum die Lacazette macht, aber okay. Wäre eigentlich sinnvoller, wenn das Lichtsteiner macht. Mit die beste Chance im Spiel, auf jeden Fall meine beste Chance im Spiel. Trotzdem halt auch nicht so leicht, da aus dem Winkel den flach zu machen. Oh, da sollte er nicht hin. Glück, dass das nicht schief geht. Krass, Verlängerung 0-0. Hatten wir das schon mal? Ich glaube. Aber es war dann insgesamt auch doch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich denke, eine verdiente Verlängerung. Boah, ich bin gespannt. Ey, hoffentlich nicht wieder Elfmeterschießen. Das sah bisher echt nicht gut aus. Wobei, es muss ja auch mal gewinnen, wieder das Elfmeterschießen. Das allererste hatte ich, glaube ich, gewonnen und dann nur noch verloren. Herzlichen Glückwunsch. Oh, 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 das habe ich gesehen. Fuck! Ich wusste, dass das passiert. Och, Mann. Och, ich habe gesehen, dass Commander frei durchläuft, aber ich konnte nichts mehr dagegen machen. Na, das war's dann mal mit Elfmeterschießen. Wir haben so wenig gute Chancen produziert. Der Gegner zwar auch, aber das war halt eine Top-Chance. Scheiße. Das war's. Also ich. Gut, wenn ihr jetzt schon dran denkt, dass wir das eh verlieren, dann ist es natürlich ein Zeichen von schlechter Moral. Deswegen sage ich, es ist nur ein Tor, wir können das noch. Alu, oh ey. Es wäre so verdient gewesen, weil das war echt gut gespielt. Aber egal, das zeigt ja, wir haben die Chance, ein Tor zu schießen. Eins schaffen wir schon. Eins ist immer drin. Egal wie gut oder schlecht man ist, muss man sich einfach merken. Ah, jetzt spielen wir uns aber echt viele gute Chancen raus. Und daher einfach dran glauben. In der zweiten Hälfte schießen wir eins. Komm, also es wäre auf jeden Fall schon wieder verdient, wenn sie unentschieden stehen würde. Auf jeden Fall. Komm schon, ich will jetzt nicht wieder, ich will jetzt nicht unverdient verlieren, verdammt. Wir haben zwar im letzten oder vorletzten Spiel auch unverdient gewonnen, hätte es auch ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, aber ich will das nicht schon wieder andersrum.
Komm. Zweimal geschossen, klar war der Winkel dann sehr spitz, aber egal. Also ich kann mir, wenn ich jetzt hier verliere, definitiv keine Vorwürfe machen. Ich habe alles gegeben, jetzt auch nochmal eine Verlängerung. Wir haben noch Chancen. Ein bisschen Zeit ist noch, vielleicht noch ein Angriff. Ich würde als Gegnersteller jetzt auch auf definitiv auf Zeit spielen. Was er bisher irgendwie gar nicht macht. Komm, jetzt wäre mal wieder ein Kopfballtor nach einer Ecke so wichtig, ey. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich habe alles gegeben, es ist unverdient. Ein Ausgleich wäre mehr als verdient in der Situation und es soll halt nicht sein. Das ist halt so. Stört mich überhaupt nicht. Egal, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss, tschüss.